Herzlich willkommen bei unserem neuen Kundenstatement-Video. Dieses Mal zusammen mit der Havele Österreich-Gruppe. Ich habe Markus Mittermeier bei mir. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und am besten, Markus, stellst du dich kurz nochmal selber vor und was ihr so macht. Ja, mein Name ist Markus Mittermeier, bin innerhalb der Havele Österreich-Gruppe zuständig für die Produktkommunikation. Havele ist ein Familienunternehmen, das in den 1940ern gegründet worden ist. Wir sind weltweit mit verschiedensten Vertriebs- und Produktionsniederlassungen tätig. Am bekanntesten ist sicher unser Havele-Hydrant. Wir haben aber noch viele andere Produkte im Schwermotorensegment im Portfolio. Und am wichtigsten ist uns bei unseren Produkten, dass sie auf Langlebigkeit und nachhaltige Funktionsweise optimiert sind. Sehr spannend. Kannst du uns mal erzählen, wie es überhaupt zu der Situation kam, dass ihr euch auf der Suche, also dass ihr euch auf die Suche gemacht habt nach einem Partner in der digitalen Produktdateienerstellung? Ja, natürlich sind auch in unserer Branche die Anfragen bezüglich 3D-Daten für die Planung immer mehr geworden. Es wird noch sehr viel in 2D geplant. Aber die Anfragen haben sich gehäuft und wir haben in der Vergangenheit natürlich 3D-WG und 3D-Step-Daten zur Verfügung gestellt, haben aber gemerkt, in Zukunft müssen wir eine Lösung anbieten, um mehrere verschiedene Systeme und Formate abzudecken und auch einen Mehrwert innerhalb der Daten wie Klassifizierungen und so weiter zu bieten. Und warum habt ihr euch für Cadenas entschieden? Ja, wir haben, wie schon erwähnt, den qualitativen Anspruch bei unseren Produkten, wollen unseren Kunden natürlich da auch eine qualitative Umwelt zur Verfügung stellen. Und hier ist die Frage aufgetaucht, okay, wie schaffen wir das, unsere Kunden, die Planer, unsere Partner bestmöglich zu supporten? Und hier sind wir auf Cadenas gestoßen, weil wir hier die Möglichkeit haben, in meines Wissens über 80 Dateiformaten zu exportieren, wirklich jedes System unserer Kunden abzudecken. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, das ist die Lösung, die ist zukunftsfähig und da haben wir dann Kontakt aufgenommen mit Katrin. Ganz genau. Wenn man alles dazu nimmt, also auch noch 2D-Formate, dann sind wir sogar bei über 150 Formaten, die nativ bespielt werden können. Und deswegen führe mich jetzt eigentlich schon zu meiner nächsten Frage. Was habt ihr für Erfahrungen mit der Lösung gemacht? Ja, wir haben das System natürlich mal kennengelernt. Ausgehend von der Basisanforderung haben wir bemerkt, dass das System noch sehr viele mehr Möglichkeiten bietet. Klassifizierungsmöglichkeiten, die grafische Verwertbarkeit ist sehr gut. Der Daten es ist auf sehr viele verschiedene Plattformen abrufbar. Und was wir nicht erwartet haben, sind die vielen Vorteile, die bei uns im Vertrieb dadurch entstehen können. Wir generieren ja verschiedenste Daten, Auswertungen, Statistiken. Es gibt auch eine App, die alle Downloads anzeigt. Das heißt, wir wissen ganz genau, welche Daten unsere Kunden gerade benötigen für die Planung und können so einen zielgerichteten Support bieten. Das klang jetzt für mich schon so, als ob das noch nicht das Ende der Reise ist. Das heißt, es sind bestimmt noch weitere Projekte in Planung. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen, was ihr noch so vorhabt mit uns? Ja, da gibt es drei Punkte. Wir sind gestartet mit den wichtigsten Produkten, die wir aufgebaut haben jetzt im System. Ziel ist natürlich, alle relevanten Produkte digital verfügbar zu machen. Da reden wir von einigen hundert Produkten mit mehreren tausenden Varianten. Das heißt, da ist noch ein sehr viel aufzubauen. Aber wir wollen natürlich den bestmöglichen Support bieten. Das zweite ist, wir wollen die Daten vernetzen innerhalb des Unternehmens. Das heißt, wir haben natürlich auch andere Plattformen, zum Beispiel das Teamsystem hinter der Webseite. Ziel ist bei uns, wir wollen die Datenqualität so halten, dass wir sagen, okay, wir warten die nur an einem Punkt und alle Systeme arbeiten dann miteinander. Und der dritte Punkt ist natürlich, die vertriebsrelevanten Daten, wie vorhin schon erwähnt, einfach besser zu verwenden, effizienter zu verwenden und hier unsere Kunden damit bestmöglich zu supporten. Ja, das klingt da schon sehr vielversprechend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre der guten Zusammenarbeit und bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Markus, dass du dir nochmal kurz die Zeit genommen hast, das mit mir hier durchzuführen. Danke, Markus. Dankeschön auch von meiner Seite.